Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkolli, begrüßt Sie ganz herzlich von unserer gemeinsamen 154. Eichkogelwanderung am Samstag, dem 22. August 2020. Animiert durch Peter Edelmann, den Star-Bariton, Intendanten der Mörbischer Seefestspiele und Professor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, der mit seiner Frau den Jakobsweg von Wien nach Santiago de Compostela in Spanien geht, und jetzt gerade durch die Schweiz wandert, wo er immer sehr interessante Dinge zu erzählen hat, bin ich heute dabei zu versuchen, den Jakobsweg in seinen Anfängen, wenn man ihn von Wien geht, zu finden. Und stapfe da durchs Alpenvorland. Dabei habe ich einen Bauernhof gefunden, natürlich auch mit zwei braven Hunden, die mich da ein bisschen begleiten. Aber hier sehen Sie den Bauernhof aus dem Jahre 1717. Dieser Bauernhof ist also quasi entstanden, gebaut worden, angelegt worden, als Maria Theresia geboren worden ist. Er ist dann 1801 einmal renoviert worden und erweitert worden. Ein sehr schönes Beispiel für die Architektur hier im Alpenvorland. Und er war, diese ganze Gegend war mal im Besitz des Fürsten Metternich. Sie erinnern sich im Zusammenhang mit Mödling, wo wir gesagt haben, dass Metternich ja der große Gegenspieler des Fürsten Johann von und zu Liechtenstein war und ihn dann auch politisch entmachtet hat, nach dem Frieden von Schönbrunn mehr oder weniger gestürzt hat und Gott sei es geklagt an den metternischen Polizeistaat errichtet hat. Ja, und unweit von hier, nämlich hier über den Berg drüber, ist Hainfeld, gleich unterhalb der Gebirgswasserscheide. Und in Hainfeld ist ja im Jahre 1888 die Sozialdemokratische Partei Österreichs gegründet worden. Sie sehen also, wo immer man einen Fuß in den Wienerwald oder in das Alpenvorland setzt, nichts als Geschichte, nichts als Boden, der sehr geschichtsträchtig und beziehungsvoll ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt, inklusive meiner beiden Freunde, die ich hier gefunden habe, einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Bis morgen.